nach Überwindung des Rheins und des parallel laufenden Rheinkanals heißt es, die kilometertief befestigte, mit Bunkern übersäte Zone bis an den Fuß der Vogesen und diese selbst gegen immer neuen feindlichen Widerstand zu bezwingen. Auch der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, ist auf dem Entscheidungsflügel. Zähem Durchpressen durch Hindernisse und Bunker gewinnen Infanterie und Pionierstoßtrupps Meter um Meter Gelände. Bis zum letzten Augenblick kämpfen die schweren Werke der Maginot Line. Technik, Maschine und Material, der Opfermut des Einzelkämpfers, das junge, von der Begeisterung für den Führer und seine Idee erfüllte nationalsozialistische deutsche Soldatentum. Fast 2 Millionen französische Gefangene, 6 Oberbefehlshaber von französischen Armeen, 29.000 Offiziere, die gesamte Bewaffnung und Ausrüstung von mehr als 130 Divisionen, dazu die Festungsbeute und unermessliche Vorräte an Waffen, Munition, Ausrüstung, Verpflegung, Rohstoffen und Halbfabrikaten fielen in deutsche Hand. Aus dem Zusammenbruch die einzig mögliche Folgerung, sie bietet den Waffenstillstand an. Compiegne wird zum Schauplatz des geschichtlichen Ereignisses. Im Auftrag des Führers leitet der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generaloberst Keitel, in dem historischen Waffenstillstandswagen von 1918 die Verhandlungen.
der Führer und oberste Befehlshaber der Wehrmacht, würdigt nach dem Sieg im Westen die Taten des Heeres mit den Worten: Das Gelingen dieser gewaltigsten Schlachtenfolge der Weltgeschichte ist in erster Linie dem deutschen Soldaten selbst zu danken. Er hat sich wieder auf allen Plätzen, auf die er gestellt war, auf das Höchste bewährt.